glaube, der zweite Bunker ist sogar schon unnötig, wenn der ihn nur Dinge schickt. Aber ich baue schon mal hier einen Bunker. Gesellets sind deutlich unangenehmer als Dinge. Deutlich, deutlich. Einen so einen Supply haben wir noch offen. Jetzt mal einen Arbeiter reingedrückt. Und es läuft ultra langsam. Kann man das nicht schneller machen? Nein, geht nicht. Das ist Übungsliga-Speed hier. Das ist viel zu langsam. Sieht, es läuft in Echtzeit. Normalerweise spielt man ja ein bisschen schneller. Also als 10 Minuten sind dann in Game 15 oder so. Dementsprechend 15% schneller, glaube ich. Finde ich persönlich besser. Und das hier geht ein bisschen auf die Eier, dass es so lahm ist. Machen wir hier halt eine Wall. Da kommt auf jeden Fall nichts durch. Na, da kommen jetzt 8 Linge. 8 Linge gegen Bunker. Ist drin, ne? Da kriegt man abgewehrt. Will man mal Gas haben. Können wir immer noch ein paar Marauder reinholen. Die gegen Zelt ganz praktisch sind. Beziehungsweise gegen Berserker, ich bin ja die deutsche Version. Und die englischen Namen sind cooler. Ja, Erfolg, verlorene Helden 3. Guten Tag, Commander. In der folgenden Übung müssen Sie alle Ihre Gebäude gegen verschiedene gegnerische Angriffe verteidigen. Um bestehen zu können, werden Sie Ihre WBFs zur Reparatur beschädigter Gebäude sowie zum Kampf gegen die Aggressoren einsetzen müssen. So ist das. So, mir war so, als wenn es beides in einem Match kam. Man sieht ja überhaupt hier seinen Gate dran. Erster Berserk in einer Minute. Das heißt, die Barracks wird vorher fertig, aber bringt uns da nicht viel. Verlieren sie 9 Einheiten oder weniger. Also dürfen wir noch 6 verlieren in der Theorie. Kommt noch ein Gate von ihm, das ist nicht gut platziert, finde ich. Aber ist jetzt seine Sache. Ich dachte, ich würde mit der anderen Base weitermachen, das wäre cooler gewesen irgendwie. Hätte er nichts mehr machen können. So könnte er uns vielleicht noch ein bisschen gefährlich werden. Er wird wahrscheinlich den Chrono-Booster aufhauen. Na, wird er? Ja, macht er. Dadurch baut er 25% schneller her. Nicht unbedingt nice. Das Ding dauert ja noch, das heißt, es kommt erst nur eine Zelle. Das ist aber noch schaffbar. Ja, bald Berserker wasch. Danke, dass du mir das sagst. Ich setze ja schon einen Bunker. Wie lange braucht der? 40 Sekunden, da sind wir lange drüber. Ziehen wir mal den hier rüber. Und die müssen alle Gebäude kaputt machen. Wo ist der Berserker? Da ist der Berserker. Und den will ich jetzt mal ein bisschen ablenken. Marine ist da. La la la. Komm doch, du scheiß Berserker. Ja, man sieht ja, es ist ziemlich stau, der Bot schiebt mir jetzt einfach daher. Da ist ein Bunker. Und tschüss. Kommt schon der nächste Berserker. Ja, soll ich aufpassen, den BBF sicher nicht verlieren. Falls nicht freiwillig. Kommt schon die nächste Berserker. Drecksvieh. Ah, okay. Das läuft nicht gut hier. Naja, ich spiel gerade unfähig. Sehr unfähig. Naja, ja, jetzt sind es gleich schon 4 Bersen. Das kriege ich nie wieder abgewehrt. Ich gehe davon aus, man darf beides nochmal machen. Nice, nice. So schlecht kann man sein. Ja, egal. Das kriegen wir auch mit dem WBS nicht abgewehrt, weil es so ein drittes Game baut.
schmeiß ich einfach alles rein, dann kann er es kaputt kloppen. Und dann gucken wir mal, dass wir wenigstens bei den Protoss nochmal neu anfangen können. Das war einfach der Fehler, als ich den zweiten Bunker zu spät gebaut habe. Naja, mach kaputt. Das will ich auch mal sehen, dass der Protoss in Berserker schneller draußen hat als der Terraner sein Marine. Ich bezweifle, dass das möglich ist. Aber in der Simulation geht's halt. Ja, komm. Peinlich, peinlich, die ganze Sache. Ist schon 8 Zelle drin, ne? Komischerweise kann man unendlich bauen hier. So, toll. Warp-Knoten-Rush. 25 Personen. Noch eine Stadt da. Ach, die Trümmer sind sogar noch da. Nice. Also ich hoffe, ich stelle mich diesmal nicht ganz so doof an. Ist das hier wirklich noch im Radius von dem Pfeil? Sieht ziemlich weit aus. Naja, wenn der meint, das ist so, dann ist das wohl schon. Ja, dann ist das wohl so. Ich weiß auch nicht, ob sich dann Marodeure besser anbieten. Aber wir machen es jetzt mal anders. Wir bauen mal direkt 2 Barracks. Damit wir den Bunker schnell voll bekommen. Ich habe es zwar damals auch mit einer geschafft, aber. 2 dürfte sicherer sein. Weil dann haben wir noch die Mineralien jetzt gleich für den Bunker zusammen. Und die 100 für 2 Marines eh. Ach, das dauert ja noch. Stimmt, das ist ja normaler Speed. Sekunden. Der braucht 25, das heißt, der wird eh nicht fertig in Time. Genauso wie der Bunker. Was haben wir eben eh schon gesehen? Sorry, aber irgendwie meine Stimme gerade gedeckt. Der Marine dürfte aber in Time fertig werden. Und jetzt geht das wieder los. Einmal im Kreis ziehen, bitte. Danke. Hier schnell Marine einstellen. Haben wir wieder den Chrono gehört? Ich mag Chrono Boost. Als Protoss selber natürlich. Obwohl ich ja mittlerweile Terra lerne und nicht mehr Protoss. Protoss will ich fürs Tour and Tour auf jeden Fall haben. Und Terra fürs One-on-One. Weil ich Marodeure da ziemlich krass finde. Ja, das dürften wir jetzt aber geschafft haben. Wir haben jetzt direkt 3 Marines da drin. Sind zwar Supply blockt, aber das ist jetzt egal. Aber jetzt kann er ja immer noch maximal 2 auf einmal schicken, das blocken wir locker ab damit. Wird zwar noch das dritte Gate kommen gleich, aber es bringt ihm nicht mehr viel. Er wird komplett das ganze Match auf Zelda bleiben. Das heißt, wir müssen nur ein bisschen hochtacken. Ein Kreuzer bauen oder so, dann haben wir das. Es ist, ja, man muss es nicht mit Kreuzer machen, das ist für mich aber nochmal sicher. Weil er wirklich auf den Kreuzer spart. Ah, das war Stau. Na egal, wir haben eh erst nur Minerals bemannt. Von daher ist das egal. Bauen wir noch ein Depot direkt. Kannst du mal direkt da reinschicken. Und dann bräuchten wir ein bisschen Gas. Beziehungsweise eine Menge Gas. Also ein Kreuzer wäre hier ziemlich cool. Dann machen wir Marodeure. Ich glaube, wir machen einfach Marodeure ganz viele. Ich will ja nichts verlieren, unnötig. Unnötig! Da machen wir auf jeden Fall erstmal noch Marines rein, weil Gas haben wir momentan noch nicht viel. Und da das Ganze so langsam läuft, wird sich jetzt so ein bisschen hinziehen, dass wir kein Gas haben. Da kommt das dritte Gate, ist gleich fertig. Aber da habe ich schon 2 Bunker. Doesn't matter.
an die Decke drischen rum, macht zwar noch ein bisschen Schaden. Zeigen wir aber erstmal gegen. Der durfte auch nicht mehr viel mehr machen. Ja, jetzt erst recht nicht, jetzt haben wir nochmal zwei Marines mehr. Noch jemand einen Reaktor ran. Ein Tech Lab. Hier auch. Weil Tech Lab, wie wir aus der Kampagne wissen, braucht man für Marodeure. Und Marodeure will ich haben. Schockmunition. AKA Concussive Shell. Und hier ziemlich was weg, denke ich mal. Ist ja ein guter Counter gegen Zenith. Ach, gib mal dein Mineral ab und dann bleibst du hier zum Reppen. Dann Zustand der Probe. Hatte ich da nicht gerade einen Marine-Auftrag gegeben? Ich meine ja. Ach nein, ich habe ja weggemacht, genau. So, Concussive Shell erstmal erforschen. Ist natürlich jetzt hier ein Idealfall, dass der Gegner so dumm spielt. Das würde einem online wahrscheinlich nicht passieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Schicken hier mal einfach noch einen Moody ran. Auch wenn wir das nicht brauchen. Nehmen wir halt noch ein Gas mit. Und machen wir direkt einen Marodeur. Zweier. Machen da oben noch eine Kaserne ran. Drei Marodeure auf einmal kann nicht schaden. Und ja, ich denke mal, dann wird die Cannon ja auch nicht unbedingt was killen, weil 20 Damage gegen 100 Leben oder so ein Marodeur hat, das ist nicht viel. Aber Stimpak will ich auf jeden Fall noch haben. Weil Stimpak bringt eine Menge Fun und solange ich noch bei 140 Sekunden Zeit ist, geht's noch. Soll ja bald genervt werden auf, ich glaube, 170 Sekunden. Um Marodeur Rush zu unterbinden. Kommt ganz so schnell erst da. Oh. Armes Putt-Putt. Machen wir es jetzt. Bauen wir noch einen Bunker? Ach, wir bauen noch einen Bunker. Hier bauen wir so davor. Da kommen die beiden Marodeure erstmal rein. Ich werde eh erstmal Stim haben. Ja, Concussive Shell ist nice. Gegen Zenith, das habe ich bereits erwähnt, aber es ist halt so. Ich dachte anfangs immer, das ist total Unsinn, aber dann habe ich mal gesehen, hey, gegen Nahkampf und das gut was. Wenn man sieht, er kann gar nichts machen. Er ist einfach da und stirbt. Bauen wir Marodeure. Können ja mal einen Scan machen. Weil, weiß nicht, irgendwo muss der ja theoretisch einen Nexus haben, dass die Chrono boosten kann. Bin mir aber da nicht sicher. Ja, das war's für dich, Protoss. Du bist jetzt nicht mehr ankommen. Doch, das ist ein böses Protoss. Jetzt wird er aber nicht mehr rankommen.